اللهم صل على محمد وآله. علي 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 علي. يوم الغدير الناس بفرحانة من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. يوم الغدير الناس بفرحانة من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي، انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي. والدنيا لجلك يا قمر فرحانة، الدنيا لجلك يا قمر فرحانة، الدنيا لجلك يا قمر فرحانة. علي 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 علي. التمت عصافير الغدير وغردت فوق الحضور انت ولينا رددت، فوق الحضور انت ولينا رددت. التمت عصافير الغدير وغردت فوق الحضور انت ولينا رددت، فوق الحضور انت ولينا. فرحانة لك انسوم لك كل من يعادي لك هلال، الشمس لجلك نور الدنيا انا، الشمس لجلك نور الدنيا انا. علي 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 علي. يوم الغدير الناس بفرحانة من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. يوم الغدير الناس بفرحانة من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي، انت الولي حدر علي والهم باسمك ينجلي. والدنيا لجلك يا قمر فرحانة، لجلك يا قمر فرحانة، الدنيا لجلك يا قمر فرحانة. علي 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 علي. ها يا حلم مر الصبح بالديرة والعين ما ترضى تشاهد غيره، والعين ما ترضى تشاهد غيره. ها يا حلم مر الصبح بالديرة والعين ما ترضى تشاهد غيره، والعين ما ترضى تشاهد غيره. حلمك ترف ما ينوصف ما يا شمس ما تنكسي، حلمك ترف ما ينوصف ما يا شمس ما تنكسي. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، والسلام عليكم أجمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. Das ist für uns eine sehr große Ehre, zwischen so viele Jugendliche, so viele Anhänger von Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, dieser Löwe Allahs subhanahu wa ta'ala, der diese Religion unterstützt hat durch den Wunsch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Löwen, mit seinen eigenen Löwen sozusagen, der Sieger, der den Araber unter denen die Mushrikin ausrottete. Ali ibn Abi Talib, salamullah alayh, weswegen wir uns heute treffen, ist sein nicht nur Ghadir Khum, an dem Tag, wo Ghadir Khum stattgefunden hat. Ghadir Khum hat nicht am Ende der Botschaft stattgefunden, sondern die Ereignisse von Ghadir Khum haben bei der Anfang der Botschaft stattgefunden.
Und nicht erst dort hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Angst gehabt, dieser Botschaft bzw. das Endergebnis dieser Botschaft zu verkünden, sondern von Anfang an. Die Exegeten und die Überlieferer haben sich geeinigt, dass Ayat wa'andir ashirataka al-aqrabin war nach dem dritten Jahr nach Ba'sa gewesen. Und dort sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ali alaihi salam: Ich habe was vor zu erzählen, aber ich fürchte, dass ich abgelehnt werde. Das heißt, von Anfang an hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Furcht gehabt, dass er abgelehnt wird. So, versammle meine Familie, meine nächsten Angehörigen und koche etwas für uns und bring was zu trinken. Denn ich habe was Wichtiges zu erzählen. Jibril, salamullah alayhi, war bei mir und sagte zu mir: O Muhammad, wenn du nicht verkündest, du wirst von Allah bestraft. Das heißt, schon am Anfang an hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gezögert. Glaub mir, liebe Geschwister, die Araber haben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht so viel gehasst, so wie Ali alaihi wasallam gehasst haben. Sie haben Ali alaihi wasallam mehr gehasst, weil Ali wurde den Titel bekommen, Qatil al-Arab, der Töter der Araber, der Mörder von den Arabern. Dieser Haqd von Hind, la'anaha Allah, wie ihr alle kennt, Hind, die Mutter von Muawiyah, die Frau von Abu Sufyan, sie redete immer Hamza, Ali ibn Abi Talib, das kennt ihr aus dem Film. Das heißt, dieser Wut, dieser Hass war gezielt gegen Hamza, gegen Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, und natürlich auch unser Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, laut sunnitischen Überlieferungen, sagt, dass Allah sagt in den Koran, und Allah wird dich unterstützen durch Ali oder mit Ali. Diese Lesung kennen wir nicht. Aber leider, diese Quelle ist nicht schiitisch. Ibn Abbas sagt, so steht, so haben wir das gelesen. Und Allah unterstützt dich durch Ali oder mit Ali. Wir kennen nur, Allah unterstützt dich. Er wird dich unterstützen. Aber wir kennen nicht Ali. So war die Lesung, so war die Herabsendung. So war die Erklärung für diesen Vers. Bedeutet nicht, dass das ein Bestandteil des Korans. Und weil er der Fahnenträger des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist und weil er opferbereit gewesen ist, war er Zielscheibe diesen Menschen. Bis heute. Und ihr seid die Anhänger von diesem Mann. Glaubt mir, liebe Geschwister, diese 700 Kilometer sind gar nichts, um mit euch wegen diesem Mann hier zusammenzusitzen. Diese Schlaflosigkeit ist nichts, dieses Leiden während des Fahrt ist gar nicht. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, als er vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit seiner Fahne stand, hat die ersten Pfeile, die ersten Schüsse der Feinde mit seinen Brust empfangen. Er war bereit von Anfang an für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu sterben. Und dort, am Anfang dieser Botschaft, als Allah ihn sagte, وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, sagte er zu Ali alaihi salam, tu und mach das. Das heißt, Ziel war von Anfang an, Ziel Allahs war Ali salamullah alaihi, weil die Menschen haben nicht über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestritten, im Nachhinein, nicht über den ersten Khalif, nicht über den zweiten, nicht über den dritten, sondern nur über den wahren Khalif, nämlich Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Warum? Weil das ist der Schlüssel, das ist die Tür für Tawhid. Deswegen haben wir heute das Thema so genannt, beziehungsweise, ja, das Thema sollte die Wilaya zwischen Tawhid und Nubuwa. Zwischen Tawhid und Nubuwa. Wenn der Sayyid vorhin uns vorgetragen hat, er sagte, die 23 Jahre wären fällig, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali alaihi salam nicht ernannt, wären die 23 Jahre Verkündung dieser Botschaft fällig, wäre nichts wert. Die ganze Botschaft, diese Tahlil und Tahrim, diese Gesetze, die Verordnungen, die Vorschriften, alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Allah sagt,
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. So, wenn du dich tust, hast du die ganze Botschaft nicht verkündet. 23 Jahre kämpft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 Jahre Kriege. 23 Jahre aufbauen. 23 Akhlaq verbreiten. 23 Tauhid. 10 Jahre nur für Tauhid. Für La ilaha illallah. Das heißt, wirst du nicht diesen Namen erwähnen, wirst du nicht Ali alaihi salam heute erwähnen, wird der Tauhid nicht mehr existieren. Das heißt, du hast kein Tauhid-Tabligh gemacht. Das ist keine Übertreibung, das ist der Koran. Und das ist die Überlieferungen. Das sind die Überlieferungen. Das ist die Tatsache. Das heißt, ihr, die Anhänger von Ali, salamullah alayh, ihr seid dem wahren Islam, der wahre Islam. Und bei euch liegt die Hoffnung. Bei euch liegt die Hoffnung. Der Bruder hat vorhin einen Vers gelesen. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat. Allah hat versprochen. Versprochen. Und Allah hält, was er verspricht. Er hat euch versprochen. Ihr seid die Anhänger von der Hoffnung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nämlich der letzte Imam, Imam Zaman salamullah alaihi. Imam Khomeini radhiyallahu alaihi sagt, nahnu na'ish asra adh-dhuhur. Das heißt, wir leben in der Epoche bzw. in der Zeit der Erscheinung. Das heißt, wenn er sagt, wir nahnu na'ish asra adh-dhuhur, und wir wissen jetzt nicht diese Generation von Imam Khomeini, wie lange sie geht. Das heißt, ihr seid so dicht daran, hofft, tut, macht. Die Hoffnung liegt bei euch. Die Ansar al-Imam, salamullah alayh, alle sind jung, junge Männer. Und ganz seltene sind Greise, sind solche. Ganz seltene, ganz wenig. So wie wenn du deine Hand auf einen Kalb machst, einen schwarzen Kalb, dass du irgendwie durch Zufall einen weißen triffst, einen weißen Haar triffst. Von den schwarzen Haaren von einem Kalb. Das heißt, die Jugendlichen, die Hoffnung liegt bei euch. Und das ist ein Beweis, dass ihr bereit seid, Imam Zaman alaihi salam zu empfangen. Glaubt mir, liebe Geschwister, Imam Zaman weiß, dass ihr euch heute hier trifft. Er weiß. Allah hat versprochen. Und ich werde jetzt hier was vorlesen aus dem Koran. Und wenn wir jetzt zusammen gucken, wer sind diese Menschen? Wenn er sagt, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Auf Deutsch. Und wir wollen denen, die im Lande als schwach erachtet wurden, also hier steht nicht im Lande, ich weiß nicht, wie der Übersetzer drauf kommt, Huld erweisen und sie zu Führern machen und zu Erben einsetzen. Wer sind diese Menschen, die terrorisiert wurden mit der Geschichte? Lies mal die Geschichte neutral. Sei nicht Schiite oder Sunnite. Sitz mal so ganz neutraler Mensch und sag, ich möchte gerne diesen Menschen kennenlernen, die Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat hier in dem Koran. Wa nurid, Allah sagt, wir wollen. Wir wollen, wir werden das machen. Und er wird das machen. Keiner zweifelt daran, dass er das machen will. Er hat das gesagt, er hat das versprochen. Aber wir wollen gerne wissen, wer sind das überhaupt? Er redet hier mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wir müssen ab diesem Tag, wo er mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geredet hat, bis heute zählen, rechnen. Wann? Wer wurde die ganze Zeit terrorisiert? Wer wurde die ganze Zeit diskriminiert? Wer wurde verfolgt? Wer wurde getötet? Wer wurde ermordet? Wer wurde vergiftet? Wer? In der ersten Linie war Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der diskriminiert wurde. Der gefürchtet hat, dass diese Menschen seine Botschaft nicht akzeptieren. Und direkt nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam war al-Batul Fatima sallallahu alaihi wa sallam. Und darum haben wir diesen Namen genommen. Darum haben wir diesen Namen genommen, weil diese Frau ist die Brücke zwischen Nubuwa und Imama. Diese Frau, Fatima salamullah alaiha, durch ihr Schweigen hat sie Schulen verbreitet auf dieser Erde. Bitte schön, Zainab, die Tochter von Fatima alaihi salam, wann hat Fatima diese Zeit gehabt, um Zainab alaihi salam so zu erziehen? Wann? Und was für eine Erziehung? So kurzfristig stirbt diese Frau mit 23 Jahren, höchstens 23. Einige gehen von 18 aus. 23 Jahren, in diesem Alter ist sie gestorben. Wann hat sie das alles geschafft, was Zainab ist? Wir haben nicht das Glück,
von Fatima alayhi salam irgendwas vorzulesen, außer al-Khutbah al-Fadakiyya und ein paar zerquetscht, ein paar hier Stellen in den Büchern verteilt über Fatima, was sie gesagt hat. Ein paar Stellen. Nicht viel. Warum? Keine Chance gehabt. Sie ist weggegangen. Aber durch das, was mit ihr passiert ist, haben wir gelernt, was Karbala ist. Wann hat sie Hussein alayhi salam erzogen, dass er Karbala führt, dass er Karbala stattfinden lässt? Dass er die Welt durch Karbala führt, Hussein alayhi salam, die Erziehung von Fatima alayhi salam. Die erste Revolution, ich sag euch, die erste Revolution in der Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nach Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, war Fatima sallallahu alayhi wa sallam. War al-Batul. Man denkt, Fatima geht weinen wegen Fadak. Die glauben, Fatima tabki ala futat, sagte der ein Salafi, dieser Osman al-Khasis. Er sagt, diese Frau weint wegen ein paar Krümel in diesem Leben. Ein bisschen Krümel weint sie wegen einen. Und was ist Rida von dieser Frau? Mich interessiert nur Rida Muhammad. So redet er, so frech. Aber Allah hat ihn verdammt. Allah hat diesen Menschen alle verdammt. Und heute sehen wir, wie sie verdammt werden. Heute sehen wir, wie sie, wenn sie vor den Löwen, vor den Anhängern von Ali, salamullah alaihi, stehen, wie sie selbst schmelzen, wie sie voneinander auseinandergehen. Heute. Sie wollen das. Haben sie das gewollt und sie erleben das. Dieser Bass, dieser Zorn, der rein für Allah ist. Die erste Revolution war Fatima, salamullah alaihi. Und sie redete nicht über Fadak. In Khutbah al-Fadakiyya war nicht Fadak nur, sondern Fadak als eine Erbe. Nicht nur als eine Erbe, sondern als ein Geschenk von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich dir, Shia Hamza, komme und sage, ich gebe dir diesen Schreiber als Geschenk, weil du mich magst, wie teuer ist das für dich? Nicht 9 Cent, wie das im Laden kostet. Da würdest du bestimmt nicht einfach so weggeben, weil du mich magst. Warum? Weil wir uns verbindet die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Fatima alayhi salam bekommt ein ganzes Land von Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In seinem Leben hat sie das als Geschenk von ihrem Vater bekommen. Das Weinen, wallah, war nicht wegen dieses Stück Erde, war nicht wegen ein paar Sandhaufen, war nicht wegen der Früchte in Fadak. Nein, war wegen dieser Zulm von diesen Menschen, war wegen dieser Tyrannei von diesen Menschen, war gegen diese Unterdrückung. Und deswegen war die erste, die unterdrückt wurde, Fatima, salamullah alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sagt, wa nuridu, wenn er sagt, wa nuridu anna munna ala alladhina istud'ifu fil ard, dann wer kommt in der Erste? Erst, als allererstes in Frage? Fatima. Der Erste ist Dada'af. Ist Dada'af körperlich, meine ich jetzt. Ist Dada'af theoretisch und tatsächlich war Ali, salamullah alayhi, seine Khilafa. Aber diese Khilafa war für Imam Ali, alayhi salam, was sie weggenommen haben, wie er selber gesagt hat, war wie Schnotter einer Ziege. So wert war das für ihn. So, diese Khilafa ist für mich nichts. Er sagt, وَمَا هِيَ أَلَّمَا تَعُوا أَيَّامٍ قَلَائِلٍ. Das ist ein paar Tage. Das sind ein paar Tage, die man genießt. Und die vergehen, so wie die Wolken im Himmel. So vergeht diese Khilafa. So sagt Imam Ali a.s. Wir kämpfen nicht für die Khilafa von Imam Ali a.s. Imam Ali salamullah alayh, nicht Khalifatul Muslimin. Imam Ali salamullah alayh, Khalifatullah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah sagt in dem Vers, wo der Bruder gelesen hat, er sagt, لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Wir werden sie als Nachfolger auf dieser Erde machen. Wir werden sie das machen. Und hat er das gemacht? Khalifatullah Ali ibn Abi Talib a.s. Und deswegen in einigen Überlieferungen der Ahlul Bayt a.s. einer von unseren Imamen sagte, der Ali ibn Abi Talib a.s. ist der vierte Khalif. Stimmt, aber nicht der vierte nach den dritten, sondern der vierte, der
nach den Khulafa, die vor die Khulafa waren, in der ersten Linie war Adam, salamullah alayhi, das war der erste Khalif. Und das ist Khalifatullah ala Ard. Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi, sie haben ihn entmachtet, sie haben gedacht, sie hätten gewonnen. Nein, sie sind alle gestorben und er ist am Leben geblieben. Sie haben die Ibadah nicht mehr genießen können, weil sie vor ihnen gestorben sind. Und sie konnten die Ibadah vor ihnen nicht genießen können, weil er vor ihnen Muslim geworden ist. Das heißt, vor denen hat er Tawhid gemacht. In der Zeit von denen hat er Tawhid gemacht. Und nachdem sie verreckt worden, hat er Tawhid gemacht. Und das, wenn er sagt, wie ich schnappe jemanden, der mich besser macht als der und der, den würde ich als ein Lügner peitschen. Stimmt. Weil dort ist kein Vergleich. Du sollst ihn nicht besser machen als der. Du kannst nicht sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist besser als Abu Sufyan. Du wirst bestraft. Weil sowas ist selbstverständlich. Du kannst nicht sagen, er ist besser als Abu Sufyan. Du kannst sagen, Muhammad besser als Ibrahim a.s. Das kannst du sagen. Aber wenn du sagst, besser als Abu Sufyan, was machst du da? Bei wem, was erzählst du da? Ne? Und deswegen sagt, wenn man faddalani ala fulan wa fulan, jalattu hadda al-muftari. Stimmt, iftira. Es gibt kein Tafadul. Tafadul zwischen zwei Fudala gibt es, aber zwischen einer, der überhaupt nicht wert ist. Kannst du Ali alayhi salam nicht? Ali salamullah alayh, der erste vor Fatima alayhi salam, der theoretisch und praktisch unterdrückt wurde. Fatima alayhi salam war die Revolution von Karbala, war die Schule von Zainab alayhi salam, die Schule von Hussein alayhi salam. Hat sie gelitten, hat sie geweint, bevor irgendjemand in Karbala geweint hat. Hat sie geweint, Fatima salamullah alayhi. Hat sie Hussein alayhi salam so groß gezogen. Deswegen haben wir diesen Namen gewählt. Und diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, wenn er sagt, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Also dieses Namun, das ist so ein schönes Wort, findet keine Übersetzung auf Deutsch. Findet keine Übersetzung. Ich versuche in jedem Koran, jede Koran-Übersetzung zu lesen, finde ich gar nichts. Und wir wollen denen, die im Lande als schwach erachtet wurden, Huld erweisen. Das ist keine Übersetzung. نُرِيدَ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Das ist Mannullah subhanahu wa ta'ala alayna. Weiß nicht, ja Allah, dass du Mann gemacht bei uns, dass wir Muslime geworden sind. Nein, das reicht nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er will euch Herren machen, er will euch Führer machen. Seid ihr bereit, Führer zu werden? Radir, Khum, weswegen wir uns heute treffen, dieser Eid al-Radir, dieser Eid, dieses Feiern. Wir feiern, aber wir wissen nicht, dass Ali alayhi salam die Wilaya bekommen hat bevor, also vor dieser Zeit, also lange, lange, lange vor dieser Zeit. Zumindest, die eine Überlieferung kann ich euch daran erinnern, als Ali alayhi salam in Jemen war, mit Khalid ibn al-Walid. Und als sie zurückkamen, wo die Sahaba sich bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschwert haben. In einem Vortrag habt ihr gesehen, dort habe ich gezeigt, welche Stelle, welchem Buch. Die haben über Rasul Ali alaihi salam angefochten bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verghadib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Er war zornig, er war böse. Er war verärgert. Er sagt: "Wieso tut ihr mir Unrecht wegen Ali?" Guck mal, normalerweise wäre ein anderer, der Prophet ist gerecht. Er holt Ali a.s. und holt die anderen. Holt er den Angeschuldigten und der Kläger. Holt er beide und fragt, was los. Aber dort hat er gar nicht überlegt. Sofort war er zornig, als jemand sich beschwert hat wegen Alis Verhalten in Jemen. Er sagt, weißt du etwa nicht, dass Ali Wali kullu mu'minin min ba'di? Dieses Wort Mimba'di hat alles kaputt gemacht bei diesen Menschen. Sie versuchen, Wali irgendwas zu finden, bringen sie die Lisan und Arab und bringen sie diese Duden, was weiß ich, und sie wollen uns 28 Bedeutungen für Wali oder Maula,
darstellen. Das heißt, Maula bedeutet nicht nur Führer, Maula bedeutet Liebender, Maula bedeutet Freund, Maula bedeutet Herrscher und so weiter und so fort. Warum gehst du dorthin? Ein Wort hat dir die Übersetzung gegeben, Minbadi, hat alles erledigt. Das heißt, ich bin jetzt euer Führer und nach mir ist Ali alayhi salam. Das heißt, Ali salamullah alayhi, er war Maula kull mu'min wa mu'mina, bevor Ghadir Khum gekommen ist. Ghadir Khum war für diese Menschen, die Ausländer, die davon nichts gehört haben. Nicht für uns. Wir wissen, dass Ali Wali salamullah alayhi. Wir feiern heute, damit die anderen wach werden. Nicht wir feiern, weil er Maula geworden. Nein, er war Maula schon von Anfang an. Wann? Wander ashiratakal aqrabin. Isma'u lahu wa ati'u, sagt er zu seiner Familie. Zu seinem Vater von Abu Talib. Abu Talib muss Ali alayhi salam gehorchen. Was sagt Allah in den Koran? Was sagt Allah in den Koran? Und Allah solltet ihr niemanden, also Allah solltet ihr niemanden beigesellen. Und wa bil walidaini ihsana. Dort steht, sofort nach Allah musst du deine Eltern gehorchen. Sofort. Allah und die Gehorsamkeit der Eltern. Mutter und Vater. Mutter in der ersten Linie. Und dann Vater. Ummak, summa abak. So. Das ist aber nicht unser Thema. Aber dort Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat diese Formel, diese Regel zerstört, indem er gesagt hat, oh Abu Talib, gehorche Ali sallallahu alaihi. Abu Talib war Mu'min. Es gibt Überlieferungen, sagen diese Surat Ali Umran bedeutet Ali Abu Talib. Wir wissen nicht jetzt die Authentizität dieser Überlieferung, aber Abu Talib war von den ersten Gläubigen, die an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben. Der erste Gläubige, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat, nach Ali ibn Abi Talib salamullah alaihi. Und als er dort diesen Auftrag Allah subhanahu wa ta'ala erfüllt hat, nach dem zweiten Mal, das erste Mal, Abu Lahab sagt, tabbat yadak. Sag, hast du uns eingeladen, damit du uns Märchen erzählst? Dieser Mann spinnt, der erzählt Magie und was weiß ich. Dann kommt tabbat yadak Abi Lahab bin watab. Sofort Allah subhanahu wa ta'ala eingegriffen hat Abu Lahab, der Onkel von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Hülle versprochen mit seiner Frau. Sofort bestraft. Das heißt, du gehst in die Hülle, du mit deiner Hand, er beschimpft den Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er mit der Hand so bewegt hat und sagte, ich lade euch ein, so wer will mir helfen auf diesem Weg, mich unterstützen, Beistand leisten, dass er mir nachfolgt, dir Nachfolger. Yakun Khalifati min ba'di. Nach dem dritten Jahr der Ba'sa. Das heißt sofort, ja Rasulullah, nicht zögern. Von Anfang der Ba'sa, von Anfang der Entsendung, musst du sagen, wer dein Khalifa ist. Musst du wo anfangen? Klar, musst du bei dir zu Hause erst anfangen und dann gehst du zu Nachbarn und Freunde und was weiß ich. So. Natürlich, ich hab zwei Vorträge heute hier und morgen inshallah in Mainz. In Mainz ist eine große Herausforderung. Sie haben mich eingeladen und sie haben einen Ayatollah eingeladen. Ich bin kein Ayatollah, ich bin kein Hausawi, ich bin kein Sheikh, ich bin kein Muammam. Ich bin ein Mensch, der hier unterdrückt war in Deutschland im früheren Alter. Und diese Unterdrückung hat mich gezwungen zu forschen und die Wahrheit zu finden. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir die Fähigkeit gegeben, Menschen zu beeinflussen, Menschen auf diesen Weg zu bringen. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala mein Leben sofort wegnehmen, wenn ich diese Fähigkeit nicht mehr habe. Und morgen haben sie mich eingeladen, steht oben, Ayatollah Ramazani, Sheikh Fulan und Sayyid Fulan und was ist ich, und da unten Bassam Hamzi. Was habe ich da zu suchen? Ich bin da, zwischen diesen Menschen, wie diesen, da zwischen den Seiten dieses Buches. Eine große Herausforderung. Soll ich dort erzählen, was passiert ist? Wem? Die Leute, die Feeling dafür haben? Ist eine große Herausforderung. Ich mache das aber nicht, um jemanden zu belehren. Nein. Ich mache das, weil ich mit meinem Blut, mit meinen Knochen, mit meiner Haut, mit meinem Leben, mit meinen Kindern, mit alles, was Allah mir subhanahu wa ta'ala gegeben hat, Ali alayhi salam liebe. Und ich möchte über meine Liebe für diesen Mann was erzählen, was das alles wirkt, was das alles bringt. Und eure Liebe hat euch hierher gebracht. Eure Liebe zu diesem Mann hat euch versammelt, hat aus euch einen Mann gemacht.
hat aus euch einen Mann gemacht. Die Liebe zu Muhammad und Ali Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Was ich für morgen vorbereitet habe, ist das eine und dasselbe Thema. Aber ich werde natürlich zwei verschiedene Themen versuchen zu erklären, weil ihr meistens jugendlich seid. Und ich sollte zwischen die Wurzel der Dhuhr in Al-Ghadir beweisen, der Dhuhr, der Erscheinung von unserem Imam, Salamullah alayh, auf wen wir warten. Glaubt mir, liebe Geschwister, die Treue, die ihr habt, haben von 124.000 Sahabe nur 7 gehabt. 7. Mehr hat Imam Ali alayhi salam nicht gehabt. Höchstens 7. Im höchsten Fall. Im höchsten, sagen wir, im schlimmsten Fall war Ali alayhi salam, als er dort stand, hat er nur, also höchstens 7 um sich gesehen. In der Beerdigung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren nicht mal 5 drin. Von den Sahaba, jetzt rede ich. Nicht mal 5. Die waren mit was anderes beschäftigt. Sie hörten den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ihr habt ganz gehört, kein Prophet. Hat jemand von euch jemanden gesehen? Niemand. Also kein Prophet, kein Imam, kein Jibril, kein Koran haben wir nur so. Schwarz auf weiß. Aber ihr seid diese Ghuraba, die ihr von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Brüdern bezeichnet wurdet, also mit Geschwister des Propheten. Er sagt Salamun, Salamun lil Ghuraba. Er schickt euch Salam von damals. Er sagt, das sind die Menschen, die an mir glauben, schwarz auf weiß, ohne mich gesehen zu haben. Er hat Hoffnung an euch gelegt, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wa nuridu anna munna ala alladhina istud'ifu fil ard. Wir sind die alladhina istud'ifu fil ard. Bis gestern war Saddam Hussein da, la'anahullah. Bis vorgestern war Saddam Hussein in Irak und hat dort die Schiiten, die Anhänger von Ahlul Bayt, a.s.w. massakriert, erbarmungslos. Und er wurde wegen einer Kleinstadt in Irak, subhanallah, was für eine Dhille. Man denkt, ja, warum haben sie nicht weiter verhandelt? Nein, nein. Heute hat der Bruder sich bekannt gemacht, ich sage, ich bin aus Dujail. Und ich habe, alhamdulillah, ich habe die ganze Verhandlung verfolgt, wo dieser Tagia, dieser Pharaon unsere Zeit mit Handschellen vor den Richter steht. Er muss aufstehen, wenn der Richter sagt, und sitzen, wenn der Richter sagt. Saddam Hussein, ich habe irakische Freunde seit Jahren. Die erste Hoffnung, die mir geholfen hat, das muss ich vor Allah subhanahu wa ta'ala sagen. In Heide, wo ich ganz alleine da stand, war eine irakische Person, die mich unterstützt hat. Gibt es dieses Buch? Das Buch, und das musst du lesen, das musst du machen. So. Von Anfang an habe ich diese Verhandlung von diesem Mann verfolgt. Subhanallah. Was für ein... Das ist... Bis gestern waren die Iraker unter Verfolgung. 4 Millionen Menschen im Ausland. Und heute sehen wir, das sind die reichsten Araber unter die Araber. Die reichsten. Das sind die reichsten Araber unter die Araber. Aber was? Sie sind die ärmsten geworden. Die anderen Scheich laufen sie mit weißen Klamotten. Da siehst du nicht mal ein Stück Staub auf ihren Klamotten. In Katar, in Bahrain, in Dubai und was weiß ich. Und die sind noch reicher. Die Iraker sind reicher als diese Menschen. Aber warum sind sie so geworden? Weil sie Schia sind. Weil das Öl, wovon die Welt lebt, befindet sich unter ihre Füße. In Saudi-Arabien unter die Füße der Schiiten. In Bahrain unter die Füße der Schiiten. In Kuwait unter die Füße der Schiiten. In Irak unter die Füße der Schiiten. Und die sind, die am meisten unterdrückt sind. Verfolgt. Aber Allah hat versprochen, nehmt euch, was ihr wollt. Nehmt mal dieses Öl, mach mal. Wo sind die jetzt? Wo ist das Geld? Wo fließt das ganze Geld jetzt? Die ganze Welt ist dort in Syrien. Alle. Die ganzen Salafiten, jede Ratte auf dieser Erde haben sie gesucht, gefunden, langen Bart hingeschickt. Geh mal, Jihad. Jihad, nimm mal, was wollt ihr? Was wollt ihr? Wir geben euch alles. Jihad al-Munakaha, subhanallah. Sie geben euch Jihad al-Munakaha, das heißt, was du brauchst, Hur al-Ain, kommst du vor Hur al-Ain. Subhanallah, ich sehe auch diese Nachrichten, wenn ein Shahid von denen runterfällt, er fragt, siehst du Hur al-Ain, siehst du Hur al-Ain? Sie gehen für Hur al-Ain kämpfen, subhanallah.
Sie gehen kämpfen für eine Frau, die sie nicht kennen. 70, sagen die. Einige verzichten auf 10, sage ich, ich brauche nur 60. Schenke ich dir die anderen 10. So lieben die ihr Leben. Das sind diese Menschen. Guck mal, wie leer die sind. Was haben sie für Ziele? Mit unseren Geldern haben die Menschen die Erde aufgebaut. Glaub mir, dieser Asphalt hier, das ist alles Erdöl. Das ist unsere Baraka, das ist die Baraka der Schiiten auf dieser Erde. Das ist wahr, glaub mir. Such mal, geh mal selber und frag mal, wo ist das Öl in Saudi-Arabien? Das ist alles da unter, also unter die Füße der Schiiten. Und das wird geklaut. Von jeder Seite. Herrscher. Sheikh Fulan. Siehst du, dieser Melek, Amir. Herrscher von Saudi-Arabien, der kann nicht mal Arabisch lesen. Und der ist Wali Amr al-Muslimin. Khadim al-Haramain al-Sharifain. Steht mit Präsident hier Bosch und tanzt. Und trinkt Alkohol. Das ist Wali al-Amr. Darfst du nicht gegen ihn kämpfen. Aber Bashar, dieser Mensch dort, weil er standhaft geblieben ist, weil er anständig geblieben ist, stabil geblieben ist, hat sich gar nicht, habt ihr seine Bilder gesehen im Fernsehen, er redet ganz normal, locker, lächelt und redet so selbstverständlich, er ist sicher, wir gewinnen. Warum gewinnt er? Weil er mit uns ist. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, er liebt Ali, salamullah alayhi, und die Liebe von Ali, alayhi salam, macht keine Verräter. Erzeugt keine Verräter. Es gibt keinen Verräter, der Ali a.s. liebt. Guckt mal die Grenzen von Palästin in der andere Richtung. Guckt euch diese Grenze von Ägypten. Was passiert dort? Was haben die Palästinenser alles erlebt? Von Mubarak und so weiter und so fort. Und was passiert jetzt in Syrien? Wofür sind die Menschen dort? Iraker, Libanesen, Afghaner, Schiiten, meine ich jetzt. Sauberen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala hier verspricht. Wenn er sagt, Labbaiki ya Zainab, und geht dort und kämpft, einer steht gerade vom Bett, hat er gerade seinen Boxershorts angehabt und kämpft, weil sie hat gehört, die greifen jetzt an. So mit Lust und Laune und kämpfen und sterben, Alhamdulillah, siehst du, als ob er wirklich lebendig ist, diese Shuhada. Diese Liebe zu Ahlul Bayt hat aus ihnen Engel auf Erden gemacht. Eine Mutter steht, eine libanesische Frau, steht dort und empfängt ihren Sohn, Shahid. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir werden inshallah demnächst in Al-Batul uns aktiv auf dieser Ebene machen, weil das ist die Entscheidung. Du kannst nicht sagen, ich liebe Ali a.s. und ich kämpfe gegen Ali a.s. Du kannst nicht sagen, ich bin Schia und ich lasse mal hier, ist egal, wie es Wahda al-Islamiyya und was das ist, und Zainabs Grab wird zerstört. Wir werden inshallah uns aktiv in dieser Hinsicht machen, weil viele Sachen muss aufgeklärt werden. So, diese Frau steht und empfängt ihren Sohn. Und sie sagt, Hussein ist durstig gestorben. Ali ibn al-Hussein ist durstig gestorben. Zählt sie die Imame und ich sage, ich hoffe, dass du durstig gestorben bist. Zu ihrem Sohn. Stellt euch mal, was sind das für Mütter, was wir haben? Was ist das? Was sind das für das sind Hur al-Ain auf dieser Erde. Das sind unsere Mütter, die uns geboren haben, die uns auf diese Welt gebracht haben. Und dort wird alles erlaubt in Syrien, um zu gewinnen. Geld ohne Ende fließt nach Syrien. Öl ohne Ende fließt nach Syrien. Männer, in Anführungsstrich, ohne Ende fließen nach Syrien. Genau wie Shamir sagte zu seinen Soldaten, er sagt, wir haben euch die besten Waffen der Welt gebracht. Zu seinen Soldaten. Dort, also steht er dort und redet mit seinen Soldaten, als sie dort damals den Krieg verloren haben. Wir haben euch die besten Waffen der Welt gebracht. Ihr kriegt die besten Löhne, die je ein Soldat in der Welt bekommt. Ihr macht Wehrdienst ganz kurzfristig. Ihr bekommt, was ihr wollt. Und diese Menschen haben gar nichts. Diese Gegner, diese Widerstandskämpfer haben sie nicht. Natürlich nicht dort in Palästina, in Palästin, draußen, an der Grenze, in Südlibanon.
Er sagt, diese Männer haben nur eins, Herz und Aqida. Und das habt ihr gar nicht. Was hat der Westen versucht? Sie haben versucht, jetzt Aqida zu machen. Sagt, wer kann nur diese Menschen besiegen? Nur die Menschen, die Aqida haben. Bringen Sie Menschen, welche mit was für eine Aqida? Was für eine Aqida? Aqida, Jihad und Nikah. Aqida, Herzen fressen. Aqida, sterben, schächten, Kinder schächten, Frauen schächten, zerstören ohne Ende, vergewaltigen. Das ist Aqida. Das ist ihre Aqida. Sie kriegen das Aqida, das ist eine Aqida. Das sind keine, sagen wir, konventionelle Verbrecher. Nein, sie bekommen das alles erlaubt von ihren Mönchen, von ihren Gelehrten. Von Wali al-Amr, von Qaradawi und so weiter. Guck mal, was für ein Ende hat dieser Mann. Jeder, der sich zutraut, gegen uns zu sein, wird so ein Ende erleben, wallahi. Jeder, weil Allah hier versprochen hat. Allah hat das versprochen. Und das schlimmste Ende von diesen Menschen, wenn der Imam al-Zaman a.s. erscheint und sie wissen auch alle, dass er Sohn von Fatima a.s. ist. Sie wissen, dass er Sohn von Fatima a.s. ist und sie machen Taraddi auf den Mörder von Fatima a.s. Das heißt, sie haben keine Chance. Heute, guckst du im Internet, schreib mal Imam Mahdi, da siehst du, der Salafi sitzt mit so einem langen Bart und redet von Imam Zaman a.s. Er redet von der Erscheinung von Duhur. Von Duhur. Seit wann reden diese Menschen von Duhur al-Imam? Sagen Duhur, genau wie wir sagen. Nicht Khuruj al-Imam, nicht Wiladat al-Imam. Duhur al-Mahdi, sagen sie. Gelehrten der Salafiten. Warum? Ihre Ware wird nicht mehr verkauft. Khalid ibn al-Walid wird nicht mehr verkauft. Khalid ibn al-Walid, haben sie versucht, diese Lücken zu verstecken. Weißt du, haben sie versucht, irgendwie zu verflicken. So, überall, wo sie flicken, geht ein anderes Loch auf. Schaffen sie nicht. Was haben sie zu zeigen? Was haben sie anzubieten? Sie nehmen die ganze die ganzen Vorteile von Imam Ali a.s., die ganzen Vorzüglichkeiten von Imam Ali a.s., machen sie in Fulan und Fulan. Und sagen hier, der hat das gesagt und der hat gesagt. Und diese Anhänger von diesen Menschen wissen ganz genau, also wissen hundertprozentig, dass ihre Prediger lügen. Deswegen dieses Weinen über Fulan und Fulan, alles gefickt, alles gespielt. Wenn ihr diese Abu Abdullah gesehen habt, der weint wegen Al-Faruq. Und siehst du, wie er weint, 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 weint. Aber hörst du den Inhalt? Da ist nichts zum Weinen. Er sagt, Subhanallah, er war der Erste, der gegen den Propheten gesprochen hat. Guck mal, merkt ihr was? Subhanallah, er war der Erste, der gegen den Propheten gesprochen hat. Subhanallah, er war der Einzige, der dem Propheten Nein gesagt hat. Radiallahu anka, ya Faruq. So sagen die. Subhanallah, er war der Erste, der gegen die Propheten gesprochen hat. Subhanallah, er war so bescheiden. Eine Frau hat ihn berichtigt. Eine Frau hat ihm gesagt, قَدْ أَخْطَأْتَ يَا عُمَرْ. Subhanallah, was für Bescheidenheit. Guck mal, wie sie verdrehen. Ne? Das sind Leute, die Intelligenz haben, Vernunft haben. Die wissen, die können doch sehen, dass das alles Schrott, was du sagst. Subhanallah, er war der Erste, der dem Propheten Nein gesagt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ طَعَ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Das heißt, wer dem Propheten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer dem Propheten Unrecht tut, der tut Allah Unrecht. Und er sagt, subhanallah, er war der Erste, der dem Propheten gehorcht hat, hier widersprochen hat. Er war so schadid. Schadid, aber gegen wen? Gegen Fatima a.s. Er war schadid, wo? In Ghazwat Yawm al-Khamis, er sagte zu den Propheten, ein hasbuna kitab Allah, uns reicht der Koran. Guck mal, wie sie machen diese bösen Taten Schmuck. Sie machen so schön, weißt, versuchen sie das mit Hack zu verkleiden. Aber geht nicht. Du kannst einen Hund niemals mit einem goldenen Kleid bekleiden. Der wird, bleibt immer ein Hund. Der wird nicht besser. Der bellt immer und der rennt hinter dir und sowas. Er macht sich so klein, er erniedrigt sich, damit du ihm einen Knochen gibst. Wie macht dein Hund? Sagst du, komm, machst du so, kommt es zu dir. Leg dich hin, legt er dich. Bei Fuß, kommt es. Zieh ihn ein Kleid, Gold aus Gold, bleibt er. Sie machen aus Schrott, wie sie wollen Imame machen. Geht nicht. Allah macht einen Imam. Er sagt hier, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Wir machen Imame. Wir machen die Erben. Wir, Allah subhanahu wa ta'ala. So hat er auch früher gemacht. Wieso bei uns müsst du das machen?
Warum bei euch, bei uns jetzt Al-Ansar al-Muhajirin dürfen wählen? Und bei allen Khulafa, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat, hat er selber gemacht. Warum? Er selber und hier. Bei uns, du musst wählen. Deswegen sagte Ibn Abbas zu Khalifa Thani, Umar al-Khattab, er sagt, die Menschen wollten nicht deinen Cousin. Sagte Umar zu Ibn Abbas, er sagt, die Menschen wollten nicht deinen Cousin Ali ibn Abi Talib. Er sagt, ja, sie haben das nicht gewollt, was Allah und Rasulullah wollten. Guck mal, was für eine Antwort. Sie wollten nicht das, was Allah und Rasulullah wollten. Und ihr wollt das, was Allah und Rasulullah will. Das wollen wir. Wir feiern heute diesen Tag, nicht weil er Imam geworden ist. Nein, Imam geboren, Imam gewesen, bevor er geboren ist. Wali gewesen, bevor er geboren ist. Diese Wilaya ist für diesen Menschen. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin, steht dort. Alladhina stud'ifu fil ard, waren wir immer, waren unsere Imame. Oder habt ihr irgendwo jemanden gesehen, der auch 10 Tage im Jahr sitzt und weint, außer wir? Das ist das Sada'af. Wir reden über die Sada'af al-Hussein, Sada'af Ahlul Bayt, alayhum salam. Habt ihr irgendwo jemanden gesehen? Nein, nur wir, Alhamdulillah. Das heißt, ihr seid das. Niemand. Also versucht mal zu forschen, ihr überlegen jetzt. Fällt bei euch irgendeine Gruppe, die sitzt und weint? Nicht vor 1000 Jahren, vor 1400 Jahren, vor kurzem. Wer wurde am meisten umgebracht? Bis vor gestern. Husseiniyat werden in die Luft gesprengt. Ob das in Afghanistan oder in Pakistan oder in Indien oder in Irak, und überall. Nur Schiit. Was haben sie für Waffen, Weinen, Tränen? Das zerstört wirklich. Die Worte von Zainab a.s. Wenn Wort hat so viel zerstört, Wort von Zainab hat so viel zerstört. Arsch Yazid. Kaum war Zainul Abidin, Salamullah alayh, an die Kanzel, war Arsch Yazid ibn Muawiyah, la'anahumullah, total vernichtet. Dort fing das an. Ayyuhannas, man arafani, faqad arafani, mit so ein paar Worte hat er gesprochen, 23 Jahre alt war Ali Sajjad, Salamullah alayh. Und hat alles zerstört. Weil Yazid sagte, lass mal diesen Mann nicht hochgehen. Sagt, warum? Er ist doch unkrank, sagte der eine zu ihm. Seine Vertreter, seine Berater sagen, diesen Mann, was soll er denn schaffen? Er ist erstmal mit Ketten gebunden. Der habt ihr gezogen von Karbala bis hierher, bis Damaskus. Zainal Abidin, Sohn von Hussein a.s. Und der, was will er denn noch schaffen? Guck mal, wie er zittert, er ist jung, er kann nicht reden. Kaum geht er hoch, fällt er runter. Weil er sich schämt, so viele Menschen sind hier in der Moschee. Er sagt, Wallah, du kennst diesen Menschen nicht. Yazid sagt, Kabiruhum la yuqas wa sagiruhum jamra la tudas. Er sagt, der größte von denen ist unmessbar. Und der kleinste von denen, der jüngste von diesen Menschen, ist wie ein Glut, wie ein Stück Feuer, worauf nicht getreten wird. Schaffst du nicht, du verbrennst dich. Wallah, kaum geht er hoch, ohne dass dieser Arsch von Isaac Abu Sufyan, von Abu Sufyan, das heißt der Opa, wird auseinandergehen. Und das war der Anfang. Und hat so viel gebracht. Wie wäre es dann, wenn das Wort, deine Tränen und deine Arme sich bewegen? Was passiert? Das heißt, nur mit Wort war alles so passiert. Bis jetzt töten sie uns, schächten sie uns, auf jegliche Art und Weise, egal wie du möchtest. Rezepte gibt es, wie sie die Schiiten ermordet haben. Bis jetzt gibt es Leichnamen von Schiiten von der Abbasidenzeit in Irak. Die wurden damals eingemauert. Gerade hier, wie vermummt. Wie hier, wie heißt das? Mumifiziert. In die Mauerwerke. Haben sie einfach eingemauert, Schiiten von damals. Haben sie alles versucht, egal wie du möchtest, haben sie sich umgebracht. Und die Schiiten damals, als sie Hussein a.s. besuchten, sie haben wirklich, die standen in Reihe. Die standen in Reihe, wir wollen Hussein besuchen a.s., aber war geregelt da, Regel von den Herrschern. Wer Hussein besucht, pro 10 Mann schneiden wir einen Finger. Ein Finger, sagte, stehen 10 Mann, 10 Finger, sieht er. Sag, ich will einen Finger. Alle wollen ihren Finger einreichen. Die Gesetze.
damit niemand mehr Hussein besucht, alayhi salam. Der geht zu seinem Chef und sagt, ja, das schreckt nicht ab. Ich sage, ein Finger kriege ich 10. Er sagt, okay, dann ein Arm, schneidest du eine Hand. Sagt, wer Hussein besucht, pro 10 Mann schneiden wir einen seinen Arm. Erstmal, das ist sehr, sehr, sehr schlauer Trick. Dort macht der Fitna zwischen in dieser Gruppe, dass sie sich streiten. Aber damit hat er nicht gerechnet, dass das Schiiten sind. Er hat nicht mit 10 Armen gerechnet, nicht mit 10 Händen gerechnet. Er hat gedacht, jetzt einer schiebt den anderen vor. Genau wie in Khaybar. Einer schiebt den anderen vor und hauen sie alle ab. Dort standen alle Schiiten und jeder sagt, mein Arm, mein Hand. Dann hat er gesagt, ein Kopf. Und dann sieht er die Köpfe dort. Alle Köpfe. Jeder sagt, mein Kopf. Kein Stoff. Haben sie nicht geschafft. Was sollen sie denn machen? Was gibt es dagegen zu tun? Was gibt es? Das Wort von Ali Sajjad a.s. droste uns mit dem Tod. Und der Tod ist für uns eine Gewohnheit. Droste uns mit dem Tod von Ziyad, Ubaydullah bin Ziyad. Er sagt, droste uns mit dem Tod und du weißt nicht, dass der Tod für uns eine Gewohnheit ist. Und die Fahne, die wir von Allah bekommen, ist die Shahada, das Märtyrertum. Womit willst du uns bedrohen? Und immer noch, Obama selbst droht, macht und tut und schickt seine Schiffe und bleibt er dort stehen. Wartet, der Riese steht im Wasser und wartet. Und kein Ton. Diese Stille in Libanon, dieses Schweigen in Libanon und in der Islamischen Republik war der Mord von, nicht ein Wort, nicht das Wort, war ein Mord für ihn, weil er wusste nicht, mein Feind, wer ist das? Was würde er denn schaffen, dieser sagen wir, dieser Verbündete von Assad. Deswegen zusammengepackt und irgendwie einen Ausweg gesucht. Der Russe sagt, wir suchen irgendwas raus. Wir retten dich. Sie retten wem? Supermacht. Wisst ihr, liebe Geschwister, die Islamische Republik ist seit 35 Jahren unter Sanktionen und sie fordern Amerika heraus. Supermacht. Und sie versuchen, keine Chance. Was ist das? Das ist dieses Herz, der für Allah, den wahren Allah, klopft. Das ist dieses Herz, der für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam klopft. Das ist dieses Herz, der trauert, wenn es zu trauern ist, dieses Herz, diese Augen weinen, diese Menschen tragen die Liebe zu diesem Menschen und sie sind ehrlich, sie sind Allahs Gläubig, sie glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, wirklich. Wenn sie gehen und sagen Allahu Akbar, sagen sie Allahu Akbar, wenn das nötig ist und nicht Allahu Akbar, wenn ein Kind geschächtet wird. Takbir machen sie und schächten sie die Menschen wie Dilemma. Denken Sie, damit haben Sie gewonnen? Nein. Egal auf welche Art und Weise ihr uns tötet, solange dass das auf Allahs Weg ist, wie Imam Hussein a.s. gesagt hat, interessiert mich nicht. Solange dass ich auf Allahs Weg sterbe, auf welche Seite ich umfalle, auf welche Art und Weise du mich tötest, interessiert mich nicht. Was schadet eine Ziege, sie zu enthauten oder enthäuten, wenn sie schon geköpft ist? Das heißt, ob du sie enthäutest oder sie so lässt, kriegst du gar nicht Schmerzen. Und wir sind für Allah schon längst Märtyrer. Das heißt im Voraus. Wir sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir treffen uns für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil treffen wir uns für diesen Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Er ist die Schlüssel für Tawhid. Der ist die Schlüssel für Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nicht umsonst. Wir wiederholen immer wieder diese gleichen Themen. Aber das ist wirklich unsere Schätze. Das muss immer wieder zum Leben kommen. Nicht umsonst sagt, ich bin Madinatul Ilm. Ich bin Stadt des Wissens und Ali ist das Tor. Nicht umsonst hat er das gesagt. Das heißt, zu mir schaffst du nicht zu kommen. Du wirst mich nicht kennenlernen können ohne diesen Mann. Und وَلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Das heißt, wenn du nicht verkündest, was du von deinem Herrn bekommen hast, hast du die ganze Botschaft nicht verkündet. Das heißt, ohne Ali a.s. gibt es kein Tawhid. Das heißt, wird niemand richtig an Allah glauben? Was ist der Unterschied zwischen einem Mushrik
und einen, der sagt, Allah hat Fuß. Was ist der Unterschied? Dann lieber mach mal Schirk, Afdal. Mach mal Schirk, statt zu sagen, er hat Fuß und er macht das Fuß, seinen Fuß in die Hölle. Nicht nur das. Neue Nachrichten. Es gibt Überlieferungen bei denen, die authentisch sind, die wir sagen, dass Allah selbst in die Hölle reingeht. Ich sag euch, Wallah, wir haben noch nicht ausgepackt. Wir zögern. Ihr seht, wir machen weniger Videos. Wir zögern ein bisschen. Wir wollen die Fitna vermeiden. Aber du kannst überall versuchen zu schweigen. Das geht nicht. Du schaffst nicht. Du kannst also gar kein Buch mehr lesen. Überall siehst du diese Überlieferungen, die Allah subhanahu wa ta'ala so miserabel darstellen. Lächelt, rennt. Kennt ihr diesen Marathonlauf? Wie sie laufen so, bewegen sie den Oberkörper so ein bisschen. Sie laufen so, komisch. Also der macht, bewegt sich nur seine Hüfte so, wenn er läuft. So schnell. Sie meinen, Allah läuft auch so. Astaghfirullah. Das ist Schirk. Das ist der wahre Schirk. Dieses Tashsim ist schlimmer als Schirk. Dieser Muschrik macht sich nur ein Foto, ein Bild, Bildnis. Er macht sich, die Muschrikin damals, was haben sie gemacht? Sie bringen in Darstellung sozusagen, in ihre Vorstellung, machen sie einen Idol, ein Götz von den guten Menschen und sagen, die waren gut und sie haben die Beziehung zu Allah und sie können uns zu Allah näher bringen. Das ist Schirk. Was ist denn schlimmer? Aber diese Muschrikin haben nicht so geglaubt, dass Allah Fuß hat, dass Allah Hände hat, zwei Hände, rechts und links. Nee, sie sagen zwei Hände, aber beide sind rechts. Wie sieht das aus? So, er sitzt auf dem Thron. Er wird getragen von 8 Engeln. Er wird getragen, Allah wird getragen. Was ist schlimmer für dich? Dieser Muschrik, der nur, er braucht irgendwas zu sehen. Er will irgendwie was fühlen. Was macht er? Ein paar Leute, die waren gut. Sie sahen so aus. Machen wir Bilder von denen, machen wir so Götzen von denen und wir bieten sie an, damit sie uns Allah näher bringen. Das ist schlimmer oder der eine, der so sagt. Kommt auf einen Esel mit einer roten Schuhe, bisschen vergoldet, glatt rasiert, also glatt hier, kriegt keine Haare, nicht glatt rasiert. Also total, also glatt. Junger Mann, Scherb. Und die versuchen zu sagen, dieser Hadith ist daif. Sag mal nein. Versuch nicht mit uns zu lügen. Der Führer der Muhaddithun, Abu Zur'at al-Razi, der wissender ist als Bukhari, sagt, wer nicht an diesen Hadith glaubt, ist ein Sindiq. Das heißt, du Salafi, du versuchst nicht zu verleugnen, du bist ein Sindiq. Oder Rafidi, eins von beiden. Du kommst zu uns oder bist du ein Sindiq? So, auf jeden Fall, es gibt sehr viel zu erzählen, aber es wird auch langsam zu spät für euch. Ich will euch nicht weiter, sagen wir, damit belästigen. Inshallah, alles für seine Zeit. Wir werden inshallah im Namen des Barmherzigen, des Gnädigen eines Tages anfangen auszupacken, dass unsere Schia, diese Menschen, die Ahlul Bayt alaihi salam lieben, immuner machen, also richtig immun machen, bekräftigen und die Feinde. Also sie sind sowieso still. Ihr merkt, keiner sagt mehr was. Keiner. Nichts. Also das, was da jetzt ein paar Leute, die bellen, die zählen nicht mehr. Die zählen gar nicht. Früher war Pierre Vogel Gespräch des Tages. Überall. Da und dort haben sie getanzt. Überall machen sie hier auf Straßen, was ist ich, Reklame. Allahu Akbar, Takbir, Takbir. Und was passiert? Wo sind die jetzt? Weg. Weg, das heißt weg, Assad macht seine Arbeit. Ne? Sie werden ausgerottet, entweder hier theoretisch oder dort praktisch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen mit Imam Zaman, salamullah alayhi, für diesen Imam, für wen wir uns treffen, inshallah, zusammentun, sodass wir ihn nicht enttäuschen, dass wir ihn nicht im Stich lassen, behaupte Muhammad wa Ali Muhammad. Inshallah werden wir, die meisten von euch, wenn das möglich ist, in Mainz treffen. Ich freue mich hier zwischen euch mit meiner Gruppe, mit den Begleitern, die nenne ich Mujahideen der deutschen Boden sozusagen, Alhamdulillah,
dass sie auch mit dieser Botschaft tragen und versuchen, auf beste Art und Weise zu verarbeiten und euch zu präsentieren. Und für die Sicherheit, die natürlich die sie zur Verfügung stellen, weil natürlich wir kriegen auch Drohbriefe und Drohungen. Und wir sagen auch trotzdem, Al-Mautu lana ada wa rayatuna min Allahi shahada. Wir sind bereit dafür zu sterben. Aber ich sage erstmal, es ist so schade, dass ich dann, wenn ich sterbe, ich kann nicht mehr so sprechen. Deswegen ich sage, inshallah, ich sterbe erst, wenn ich nicht mehr reden kann. So, als Shahid natürlich, möchte ich gerne auch, als Shahid, behaupte Muhammad und Ali Muhammad. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe das Bedürfnis, also dieses Gefühl, das Verlangen danach, dort zu sein, bei Zainab, salamullah alaiha. Aber ich gucke manchmal an dieser Seite sozusagen, ist sie hier viel Arbeit. Und ich genieße diese Arbeit. Dort endet das. Dort gehe ich ins Paradies. Dort gehe ich ins Paradies. Wenn ich dorthin gehe und dort Märtyrer falle, ich gehe ins Paradies, das weiß ich. Aber ich will das verschieben. Weil ich möchte gerne das, was wir haben, was uns ins Paradies führt. Menschen zeigen, die wirklich danach Verlangen haben. Menschen zeigen, die das nicht kennen. Das sind diese weisen Kinder von Fatima a.s. Diese Menschen, die von Fatima nicht gehört haben. Wir sind dafür verantwortlich. Imam Zaman, wenn er kommt, er wird dich fragen, warum ist dein Nachbar Nasibi? Und du hast nicht gemacht. Warum hast du nicht gesprochen? Warum dein Arbeitskollege hat von Fatima nicht gehört? Meine Oma. Von mir. Der wird dich fragen. Warum hast du geschwiegen? Das ist Wissen. Du wusstest. Du wusstest, dass du anders bist. Erzähl. So. Inshallah habe ich euch nicht so lange belästigt damit. Inshallah treffen wir uns nochmal öfters, dass wir uns gegenseitig so unterstützen, mit Zuhören und Sprechen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Ansar und von den Mustashhadin zwischen den Händen von Imam al-Zaman salamullah alayhi machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesen Weg von Ali ibn Abi Talib alayhi salam stabilisieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erst aus dieser Dunya herausnehmen, wenn er uns nicht mehr nützlich sieht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Liebe nicht wegnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit denen zusammentun. Bihaqqi Muhammad wa Ali Muhammad. والصلاة والسلام على خير خلق محمد خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على